Und bei mir auf dem roten Sofa begrüße ich jetzt ganz herzlich Katja Friedrich, Geschäftsführerin bei Medien-und-Bildung.com. Hallo. Hallo, guten Tag. Danke für die Einladung. Medien-und-Bildung.com, was macht das genau? Es ist eine Internetseite. Was kann die? Was tut die? Also die Internetseite gehört zu einer Organisation, die genau so heißt. Und die Organisation Medien-plus-Bildung.com macht das, was der Name sagt. Wir sind jetzt 10 Jahre alt. Wir sind eine Tochtergesellschaft der Landesmedienanstalt in Rheinland-Pfalz. Und wir machen Medienarbeit oder wir gucken, was geht mit Medien in der Bildung und was besser nicht. Und wie geht es am besten und wie können wir die Leute, die es vielleicht alleine nicht hinkriegen, mitnehmen. Wir haben heute schon ganz viel gesprochen über Schule und Medienpädagogik in der Kita. Sie waren heute im Workshop und haben auch ganz viel Input und Sachen mitgebracht zur außerschulischen Bildung. Genau. Ich habe in dem Workshop der Bürgermedien 2 Projekte vorgestellt, die eben in dem offenen Kanal Ludwigshafen angesiedelt waren oder in denen der eine Spielstätte war. Wir haben ja im offenen Kanal Ludwigshafen unsere Jugendarbeit mit angesiedelt und deswegen heißt das Ganze dort Haus der Medienbildung. Da machen wir viele Jugendmedienprojekte. Zum Beispiel haben wir da eine Jugendkunstschule, in dem wir eben gucken, was geht auch an kultureller Bildung mit Kindern und Jugendlichen. Und im Workshop habe ich 2 Kooperationsprojekte vorgestellt. Das eine heißt Gesundheit. Das Projekt heißt nicht Gesundheit. Das eine Projekt heißt, also es ist ein Programm Lesen macht stark und es hat den lustigen Titel Spiel mir, den Film zum Buch, weil in diesem Projekt es darum geht, dass Kinder erstmal ihre Lieblingsbücher, sich mit Lieblingsbüchern beschäftigen, diese dann in einem Video vorstellen. Die haben also bei uns dann gelernt, wie macht man ein Video und haben sie so 2-minütige Filmchen gemacht. Da ist eine ganze Datenbank entstanden, die steht jetzt auf YouTube von der Stadtbibliothek, die waren auch Partner im Projekt. Und dann haben sie in einem 2. Workshop gelernt, wie man so eine Geschichte in Minecraft auch erzählen könnte. Weil wir natürlich immer auf der Suche sind, wo können wir die Interessen der Jugendlichen einfangen, womit beschäftigen die sich gerade. Und bezeichnenderweise hat der eine Jugendliche in diesem Videoteil sein Lieblingsbuch vorgestellt und das war das Minecraft-Buch. Und das ist sehr konsequent. Ja, das hat er ganz, also wir haben erst gedacht, oh, das kann ja gar nicht interessant, er hat das total toll erklärt. Also die Videos sind sehr nett und anschaubar. Wir waren sozusagen, also Medien und Bildung.com war Unterstützungspartner und ein weiterer wichtiger Partner waren 2 Jugendeinrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Ludwigshafen, die, sagen wir mal, mit ihren Ressourcen nicht so weit sind, dass sie selber, also sie wissen schon, was die Kinder und Jugendlichen in der Medienwelt tun und was die interessiert, aber sie haben nicht die Kraft und die Zeit, sich da jetzt reinzufummeln und reinzuarbeiten und das mit denen alleine zu machen. Aber ich denke, nach diesem Projekt haben die auch so einen Input bekommen. Und haben auch durch eine kleine Projektförderung, die wir noch bekommen hatten, konnten sie sich auch Tablets anschaffen, sodass vielleicht da der Funke dann übergesprungen ist. Und das, so wollen wir dann auch immer arbeiten. Also zeigen, wie könnte es gehen. Und dann kommen die Leute auch schon selbst auf die Idee. Das ist eigentlich das Prinzip, wenn wir so in Kooperationen arbeiten, dass wir es so machen. Wir haben natürlich auch frei ausgeschriebenes Workshop-Programm im Haus der Medienbildung. Normalerweise gehen wir ja in die Einrichtung rein, in die Schule, in die Hochschule, in die Erwachsenenbildungseinrichtung. Aber in der Jugendarbeit müssen ja die Konzepte so sein, dass die Kinder und Jugendlichen freiwillig dahin gehen. Deswegen brauchen wir auch ein freiwillig offen ausgeschriebenes Programm, um zu testen, worauf springen die an, wohin gehen sie dann auch 2 oder 3 Mal. Und das ist natürlich ganz klar Moment Maker, ja, und Scratch und Programmieren und M-Bots und was haben wir denn noch alles? Aber auch Handy-Rallys oder aber auch ein Smartphone-Führerschein ist auch, klingt irgendwie so streng, aber das machen sie auch ganz gerne. Internet-Führerschein, Smartphone-Führerschein und noch unterschiedlichste
sagen wir mal, Abenteuerspiele gepaart mit irgendwelchen digitalen Anwendungen. Also ich kann jetzt das ganze Programm, das die da haben, nicht auswendig, aber es funktioniert. Und führt natürlich dazu, dass wir dann auch nah mit an der Jugend- und Kulturwelt dran sind und uns da mit denen weiterentwickeln. Und das geben wir dann wieder in die Multiplikatorenarbeit. Also wir machen auch im Auftrag des Jugendministeriums in Rheinland-Pfalz den sogenannten Zertifikatskurs Medienbildung für Multiplikatoren der Jugendarbeit. Das führen wir durch und Medien-RLP führt es auch durch. Und wenn genügend Interessenten da sind in einer Region, dann führen wir solche Multiplikatorenkurse durch. Dann bekommen die so ein Zertifikat am Ende. Und da fließen diese Erfahrungen ein. Das heißt, Curriculum gibt es jetzt schon seit 5 Jahren. Aber die Methoden und die, sagen wir, Inhalte, die werden dann doch ständig adaptiert und ergänzt. Vor 5 Jahren haben wir noch nicht so viel mit Minecraft gearbeitet oder Maker war überhaupt kein Thema. Ja, das ist so die Art, wie wir die Jugendarbeit ausgestalten. Jetzt haben Sie sich heute vernetzt in dem Workshop, haben andere Menschen kennengelernt, die auch noch Projekte machen. Sie haben hier auf der Tagung viele, viele Menschen, die da viel Expertise haben. Kurzer Ausblick fürs nächste Jahr. Was planen Sie oder was haben Sie für Hoffnung, was nächstes Jahr noch alles zu realisieren ist? In unserer Arbeit? Oh, das ist ganz, ganz viel. Ich weiß gar nicht, was die Kollegen schon wieder alles auf dem Schirm haben. Gestern wurde ja beim Dieter-Barke-Preis ein Projekt vom SAEK Leipzig ausgezeichnet, Escape Room. Vorgestern habe ich eine Projektbeschreibung einer unserer FSJlerinnen gelesen, die in unserem Haus der Medienbildung ein FSJ macht und die will jetzt ein Escape Room geplant und will den umsetzen. Und da haben wir gesagt, ja, mach mal, das klingt ja spannend. Also das ist jetzt auch gerade eine Methode, mit der man sich in der Jugendarbeit auseinandersetzt. Man muss also irgendwelche Aufgaben lösen, meistens dann auch mit digitalen Anwendungen und Rätselspielen und Gaming-Effekte und Elemente, um dann aus einem Raum wieder raus zu dürfen. Aber wir haben gestern auch gelernt, sie kommen alle immer wieder lebend raus. Und das ist diese Herausforderung, die man, glaube ich, das ist ein wichtiges Element in der Jugendarbeit. Kinder- und Jugendarbeit. Ja, also das ist wohl geplant und wir haben uns heute in einem Workshop, einen internationalen Workshop, habe ich nochmal gelernt, da gibt es ein EU-Projekt, das versucht sich über Standards auf EU-Ebene, gerade in der außerschulischen Jugendarbeit zu verständigen. So Zertifikatskurse, wie wir es ja machen, machen ja viele in verschiedenen Bundesländern. Und die sind dann ja immer abhängig von der jeweiligen Landespolitik, deswegen gibt es da verschiedene Modelle. Und das versuchen die jetzt auf EU-Ebene. Und das haben wir gelernt, ist eine riesengroße Herausforderung, weil die Ansätze und Anforderungen wohl doch sehr unterschiedlich sind. Ich finde es aber spannend, wenn wir hier über Professionalisierung reden bei der Tagung, dass man da auch das mal lernt, wie kann man sich denn mit Menschen aus anderen Kulturen und anderen Politiksystemen über ein Grundcurriculum vielleicht verständigen, und zwar auf der Praxisebene, dass man sich da austauscht. Das fand ich sehr spannend und an solchen Dingen arbeiten wir auch in unterschiedlichen Netzwerken weiter. Also ganz, ganz viele spannende Projekte, die ersten Schritte zu sowas wie einer Normierung vielleicht von Standards. Das ist, glaube ich, auf der Tagung hier auch schon ganz gut gelungen. Ich wünsche Ihnen für das kommende Jahr und für diese ganzen vielen Projekte alles Gute und ganz viel Erfolg und bedanke mich ganz herzlich für die Zeit bei uns auf dem roten Sofa. Ja, vielen Dank. War sehr spannend.